Kommt mit mir in eine Zeit, wo nicht jeder Internet hatte, YouTube noch grau und eckig war und eine 10-Minuten-Sperre existierte. Denn wer schaut schon so lange Videos? Auch die Kanäle waren eckig, aber noch vollkommen anpassfähig. Und vergessen wir nicht das schöne 240p. Ugh. Naja, ich war jung, hatte Langeweile und einen Pentium 4. Der, wie ihr wisst, Rechenleistung unändert. Das einzige Programm, was ich auf meiner Festplatte hatte, war Oliad Video Studio. Sieht aus wie jedes andere Videoprogramm, nur hatte ganz schön viele Einschränkungen. Aber das hat mich nicht aufgehalten, hochqualitativen Content zu erstellen, der auf meiner Festplatte versauert. Aber dafür seid ihr da. Let me tell you a great story. Es geht um diesen Rechner. Erst der Rechner meiner Kindheit und nachher mein Zweitrechner zum Herumprobieren. Guckt euch diese geilen Specs an. Das Beste war Windows Millennium. Aber als ich versucht habe, den Rechner abzugraden mit einer GeForce 4, war sie nicht so glücklich. Warum denn nachher so ein Murks produziert hat, das seht ihr am Ende des Videos. Hier ist es, das alte Video, was ich damals produziert habe. Mit jede Menge Rechtschreibfehlern und billigen Effekte, wie man die im Jahre 2006 gemacht hat. Oh Gott, ey. Ja, und ich dachte am Anfang tatsächlich, es liegt an meiner GeForce 4, die ich eingebaut habe. Weil die hat, wie man sieht, sehr, sehr komische Grafikfehler verursacht. Also habe ich den PC an meine TV-Karte angeschlossen, in das Spiel gestartet, was auf dieser scheiß alten Gurke lief und ja, das Resultat seht ihr hier. Fun Fact, das Video hat es sogar damals auf kleine Videos geschafft, das war eine alte Internetseite, wo man eben Gameplay-Videos hochgeladen hat oder so weiter. Videos, die man eben selbst gemacht hat, die haben alle Videos wirklich voll überprüft, ob sie genügen, um auf die Seite zu kommen. Und das Video hat es warum auch immer mal geschafft. Oh, man merke, wie viele Fehler ich hier noch einfach in Videoschnitten so gemacht habe. Heute so denke, mache ich heute immer noch genügend Fehler. Naja, dafür schneide ich so gesagt immer noch zu wenig Videos. Also richtige Videos, so mit Effekten und so, wie ihr es vorhin gesehen habt. Das ist auch alles eine reine Übungssache. Daran wird man immer besser, desto länger man es macht. Und da kann man auch so tolle Effekte machen wie hier. Ja, und weil ich das schon lustig fand, dass eben die ganzen Spiele so komisch aussehen, oder halbwegs normal auch, habe ich sogar noch einen zweiten Teil gemacht. Den habe ich der 900 Megahertz Rechner Nemesis genannt. Ja, sehr, sehr kreativ. Das Tolle an der Videostudio war auch, wenn ich mal Videos gemacht habe, die ein bisschen mehr Effekte haben sollten oder mehrere Videos ineinander. Das ging nicht. Man konnte nur maximal zwei Videospuren auf einmal benutzen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mehr als zwei Videospuren haben wollte, musste ich den Kram jedes Mal wieder ausrendern, wieder einfügen, ausrendern, wieder einfügen. Und das habe ich bei einem Video, was ich mal vor Ewigkeiten gemacht habe, ganz oft gemacht. Und das ist so ein sogenanntes Scherzprogramm. Sowas gab es damals, gibt es heute bestimmt auch noch. Das Ding hat, ja, sieht man ja, ne? Größer gemacht, kleiner gemacht, so ein bisschen rumgekrüttelt und hat dann auch das CD-Rumlaufwerk auf und zu gemacht. So dass man dann, oh, Panik bekommen sollte. Ich glaube, normalerweise sollte man das in den Autostart reinschieben, damit man eben das nicht wirklich bemerkt und denkt, oh, was ist mit meinem Rechner los? Oh, oh, oh. Aber wenn er fertig ist, dann hört er einfach auf. Zum Glück. Und dann, als ich im Jahre 2006 Internet bekommen habe, habe ich sogar auch diese ganzen Videos hochgeladen. Das ist das erste, was ich damals hochgeladen habe. Jetzt gibt's ein Spiel. Findet meinen alten Kanal. Das ist bestimmt schwer. Zum Glück existiert die Internetseite nicht mehr. Oh, auch die war grausam. Auch die war grausam. Naja, jetzt zur unspektakulären Auflösung. Es war nur ein einfaches Kontaktproblem und deswegen mussten Wäscheklammern, Gummibänder und ein Maurerbleistift hinhalten. Und schon funktioniert es, sofern nichts abgegangen ist. Oh, ich werde immer an dich denken, 900 Megahertz Rechner. Aber wartet mal, ich hab die Scheißkiste ja noch.